Jo, da sind wir wieder da. Nachdem die letzte Woche die Folge ja so ein bisschen musiklastiger war, als jetzt das sonst der Fall ist bei mir, spielen wir heute mal wieder normal. Können das Holz eigentlich auch gleich mal verwenden für sinnvolle Dinge. Ah, da müssen wir mal schauen. Das hatte ich ja nun 3 Stacks... Naja, 2 Stacks und ein paar zerquetschte. Da haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Holz, das wir auf jeden Fall gut auch erstmal gebrauchen können für diverse Sachen. 40. Ja, machen wir hier mal so. Weil. So. Nein. Zauntore brauchen wir 2, ne? Oder 3? Ich mach mal 3. Wir haben ja jetzt Holz. So, zack, 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 bam, 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 bam. Zäune kann man nie genug haben. So. Dann, zack, weg damit, runter damit und wieder hoch damit. Da kommen wir nämlich gleich mal gucken, dass wir hier den Kram mal ausstatten. Da kommt ein Zauntor rein. Da kommt ein Zauntor rein, da kommt ein Zauntor rein. Sogar noch eins zu wenig gemacht. Ja, dann, okay. Aber dann machen wir hier nämlich jetzt erstmal den Rest wieder schön ordentlich zu. So. Ja. So, noch ein Beet fertig. Ein bisschen Beete brauchen wir wahrscheinlich noch, weil es ja doch ein paar mehr Sachen gibt. Aber wir können mal gucken, ob wir vielleicht jetzt mal hier hinten oben irgendwo da diesen See anfangen, aus dem der Wasserfall dann kommt. Ich wollte nur schnell das Beet da hinten fertig machen. So, dann müssen wir nämlich hier mal schauen. Hier soll er dann nämlich alles runterlaufen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie machen wir das hier? Dann machen wir hier so flussartig. Hatte ich da eigentlich irgendwas zu gesagt? Wollten wir Fluss machen oder wollten wir See machen oder sowas? Also See war auf jeden Fall geplant. Ich glaube, den machen wir auch tatsächlich hier irgendwie hin. Dann machen wir hier so einen kleinen Ablauf. Hier so flussmäßig. Und dann hier halt eben Wasserfall runter. Ah, müssen wir mal gucken. So, mein Test und Wasserphysik ist ja eine Wissenschaft für sich. Ah, aber dann würde der halt hier runterfließen. Da irgendwie dann da unten. Hoffentlich sieht es einigermaßen aus. Auf jeden Fall müssen wir hier erstmal gut bisschen Platz schaffen. Schaufel wird sowieso nicht reichen, aber ich habe zum Glück noch eine gehabt. Dann müssen wir auf jeden Fall ganz wichtig. Kann man es hören? Ah, so. Zum Wohlsein. Eine unbekannte Marke. Aber muss man jetzt aufpassen auf YouTube, dass man nicht irgendwas in die Kamera zeigt, was als Werbung gelten könnte. Aus Gründen, ich trinke mal kurz einen Schluck. Ah. Ah, so. Aus diversen Gründen könnte das Video ja als kommerziell gelten. Könnte mit der letzten Folge zu tun haben, dass ich da jetzt ein bisschen aufpasse. ja, wird sich zeigen. So, wir bauen jetzt auf jeden Fall erstmal hier so ein bisschen eine Uferlandschaft. Sollte nicht zu riesig werden, aber auch nicht so ein kleiner Mickersee sein. Sonst wäre ja irgendwie Unsinn. Und ich würde es halt alles relativ natürlich belassen, nur dass man hier vielleicht irgendwie. Aber wenn es dann hier weitergeht, hinten hin, dass man hier noch eine Abzweigung nach oben baut, dass man da zu dem See hinkommt. Ja, gucken wir mal, ne? So. Soll ja einigermaßen aussehen. Erstmal grob und dann gucken wir gleich nochmal. Fein, da müssen wir mal schauen, aber dass wir erstmal zumindest so eine Grundgröße haben. Ja.
Ja, müssen wir mal gucken, dass wir es hier ein bisschen ausbauen noch, dass es hier nicht zu schmal an der Kante wird. Aber so könnte. Ja, könnte natürlich auch hier runter. Na dann. Nee, ich glaube, das kommt nicht so gut. Aber ansonsten. Oh. Wo ist denn hier der. Der ist hier. Das heißt, der See müsste eigentlich noch ein bisschen länger werden, ne? Hier den Ausfluss und dann hier. Gut, dann kann man die Fläche hier vielleicht für irgendwas noch nutzen. Nee, der ist zu klein. Der ist. Nee. Der muss größer. Ups, da ist die Schaufel weg. Aber wir haben ja noch eine. Ist mit dem ganzen Gemüse da drauf so ein bisschen schwierig, irgendwie eine Form zu finden. Na, ist jetzt zu schmal hier. So, ein bisschen breiter hier. Ja, ich glaube. Na gut, der ist halt ein bisschen länglich, der See, aber ich glaube, so passt das. Hier einmal rundherum alles frei und dann gehen wir mal ein bisschen hoch und gucken mal. Hier. Hier ist ein bisschen zu gerade fast schon wieder, ne? Oh, hier vielleicht zubauen. So. Da haben wir dann einen Knick drin. Ich glaube, das ist okay. So. Und es wird auch schon wieder Nacht. Hier ist auch wieder so gerade, ne? Aber hier kann man, glaube ich, noch ein bisschen rausgehen. Und hier ist dann zu. Wie gesagt, also hier muss eh noch ein bisschen geterraformt werden, dass das dann einigermaßen gut aussieht. Dann machen wir kurz noch ein bisschen rundrum Licht. Und dann schauen wir dann gleich mal, wie das kommt. Ja, hier kann auch noch weg. Hier gibt es auf jeden Fall ein bisschen Kies. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und weil Kies ist ja nicht mehr unser Problem heutzutage. So. Bauen wir uns mal eben hoch und gucken. Ups. Gucken mal eben. Boah. Der könnte fast hier noch auch noch längs laufen, der See, ne? Aber wie gesagt, hier ist dann nachher eh noch ein bisschen dichter in dieser Uferbereich. Der müsste hier eigentlich noch ein Stückchen größer werden. Ich glaube, ich baue das noch ein bisschen. Dann ist er auch nicht so gerade, sondern dann eher so ein bisschen geschwungen, der See. Vor allem haben wir hier ja genug Platz. Oh, hier erstmal ein bisschen Licht. Dass wir auch was sehen und dass hier hoffentlich nicht so schnell was spawnt. So. So. Muss eh nachher alles wieder weg, also von daher, was soll's, bauen wir erstmal ein bisschen hin, dass er was sehen kann. So. Ja, muss reichen. Sudele, dann machen wir hier hinten einfach. Gehen wir hier raus. Ja. Ja. So. So. So, ich glaube, so ist tatsächlich besser. Komm, das mit dem Hochstecken ist nicht so einfach unter meinen Tests, habe ich das Gefühl. Aber das war ja schon immer so. So, ich glaube mal, ne, ein bisschen höher noch. Och, so. Ich glaube mal, das passt soweit. Hier müssen wir vielleicht nochmal schauen, dass wir hier ein bisschen
gleichmäßiger werden. Da vorne kann auch noch irgendwie zwei weg. Aber dann sollte das eigentlich okay sein. So. Also wie gesagt, hier zwei weg, dass wir hier so ein bisschen den Durchgang haben. Komm her, komm her. Lauf doch nicht weg. Wo läufst du hin? Bleib da. Bleib da. Aua. Stehst du mir auf den Kopf? So. So, Rüstung ist da. Die wird jetzt nicht unten angezeigt. Ich finde das aber ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm, dass sie hier unten nicht mit drin ist. Macht das Ganze so ein bisschen ja, weniger unaufgeräumt, sag ich mal. Hat er was gesehen? Gut. Ja, also wie gesagt, die Lebensanzeige da unten, das ist soweit okay. Eigentlich könnten wir tatsächlich hier diese Außenkante als Innenkante vom See benutzen, oder? Wo wollen wir denn hier rum? Hier wieder rein. Da. Wird dann doch ein bisschen größer, der See. Ja, aber ich glaube, so. So ist gar nicht so schlecht. Da ist gerade, das heißt, die können eigentlich auch noch weg hier. Na, gucken wir nochmal eben. So. So. Kann man vielleicht mal von hier schauen. Also wenn man da irgendwie schräg darauf zielt, scheint es besser zu gehen. Ja, das ist doch ein See, der sich sehen lassen kann. ja, Terraforming hier schön zumachen. Und der Rest? Oder wir gehen... Wir bauen das einfach ein, eine obere... Ich glaube, wir bauen die ab. Jetzt ist der See so groß, dann kann man eigentlich auch einen abbauen. Aber erstmal müssen wir ein bisschen abbauen. Bevor wir abbauen. Das muss eh alles weg nachher. Dann nehmen wir nämlich jetzt die gebaute Außenseite und gehen da jetzt einfach hier innen eins tiefer. Kann die Außenseite dann komplett wegreißen. Dann sparen wir uns das ewige Terraform da hinten. Das hatte ich gesehen, das geht ja hier irgendwie komplett einmal, so diese Terrassen hier, sag ich mal, die gehen ja immer komplett einmal hier rum. Und das jetzt so zu bauen, dass es dann trotzdem noch halbwegs gut aussieht, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Und so kann man dann den See einfach nehmen und bauen das dann weg und dann haben wir außenrum genug Freifläche. Und das abzubauen hier, das ist immer noch einfacher, als da irgendwie komplett das aufzubauen. So, ups. Das Ding muss auf jeden Fall noch weg. So. Das Ganze natürlich aussehen, das wird nachher künstlich erzeugt. So, ja, die Schaufel wird wahrscheinlich wieder nicht reichen. Obwohl, na, vielleicht zumindest für so die eine Ebene hier. Und dann brauchen wir gleich die Hacke. Und ich guck gleich mal, ich glaube, ich habe noch irgendwie besseres Material, mit dem man eine Hacke bauen kann. Aber das schauen wir dann gleich mal im Keller nochmal nach. So. Also, hat gereicht. Gucken wir mal, wie weit sie hier noch reicht. Ups, das war's. Gut, machen wir das eben kurz per Hand und dann schauen wir mal im Keller nach. Und hier auch. Oh, einer noch. Gott, das braucht man so lange, ne? Tomate. Können wir hier nebenbei kurz was essen, wenn wir rübergehen? So.
Und jetzt. Man sieht oben in der Ecke, der Hungermod, der nimmt jetzt Rücksicht darauf, wenn man komplett voll ist. Ist ganz praktisch, glaube ich. Wenn man läuft, verliert man natürlich permanent irgendwie Hunger. Also diese Hungerpunkte. Und von daher ist es, glaube ich, gar nicht so blöd, dass man da beim Essen kurz mal stehen bleibt. Dann kann man in Ruhe essen und dann weiterlaufen. die nehmen wir mal mit, warum auch immer wir die gebrauchen könnten. Und dann schauen wir mal Bergbau, ne? Hier ein bisschen. Mal sehen wir. Hier. Na gut, da kriegen wir keine Hacke raus. Eisen, wir können das Eisen eigentlich mal mitnehmen. Muss eh noch geschmolzen werden. Später haben wir da natürlich alles automatisch, aber jetzt haben wir hier erstmal kurz mal. Oh, hier ist auch noch ein bisschen was. So. So. Jetzt haben wir halt kurz hier eine. Mit Holzkohle befeuert einen Ofen. Ich glaube, das ist auch okay. Da haben wir hier den. Der Kaktus Leggings. Kratzt bestimmt. Ach ja, wir sind ja jetzt nicht auf dem Server, beziehungsweise nicht auf einem Online-Server. Das heißt, das geht alles ein bisschen schneller. Geht alles ein bisschen schneller. So. Das war's. Schon ist es gebrannt. Weil es halt alles auf demselben Rechner ist. So, wir brauchen mindestens, machen wir mal 3, brauchen wir garantiert. Dab, 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 dab. Ist egal, wo die ist. So. Oder wir zweigen hier ab und gehen hoch, oder? Na, schauen wir mal irgendwann. Erstmal machen wir den See fertig. Hier oben die Fläche, die kommt dann weg, soweit. Und dann schauen wir mal. Jetzt geht's erstmal dran. Wir brauchen hier ein bisschen Tiefe. So, hier ist schon Tiefe. So. Dann gucken wir mal den See. Dann machen wir mal 2 tief und dann gehen wir ein bisschen runter. Sieht nachher total komisch aus, aber vielleicht kriegen wir es da trotzdem irgendwie halbwegs vernünftig hin. Soll ja nicht nur so ein flacher Tümpel sein, sondern schon irgendwie so ein, richtiger See. Und er sollte halt halbwegs natürlich aussehen. Ja, das ist, glaube ich, immer die große Schwierigkeit, wenn man irgendwas baut, dass es so halbwegs vernünftig aussieht. Also zumindest was die Natürlichkeit angeht, ne, so normale Gebäude oder so ist immer kein Problem. Aber wirklich gut was bauen, was aus der Natur kommt und auch dann irgendwie nach Natur aussieht. Ah, ich weiß nicht. So. Hier erstmal das Gemüse weg. So, dann teilen wir uns das hier mal schön in der Hälfte durch. Teilen wir dann hier auch nochmal durch. Klopf, 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 klopf. Ich habe den Ton von dem Spiel mal ein kleines bisschen leiser gemacht vor der Aufnahme. Letztes Mal war es relativ laut, was in Ordnung ist, aber. Also nicht letztes Mal, sondern das Mal davor, ne? Aber. Ja. Ich glaube, so geht's. Falls nicht, müssen wir mal gucken. Dann drehe ich es wieder lauter oder ich drehe es noch leiser oder wir schauen uns irgendwas anderes mal an. Dann, man kann es sehen. Oh, keine Werbung machen, neues Headset. diesmal in weiß. Der Ton sollte ähnlich sein, vielleicht ein klein Ticken besser. Weil das vorherige Headset, was ich hatte, das war da doch schon ein bisschen sehr, sehr alt. Da war der Ton, glaube ich, nicht mehr so gut. Und auch hier dieser Lautstärkeregler da an der Seite, der war auch nicht mehr so optimal. Es hat halt noch funktioniert, aber es war halt irgendwie nichts anderes mehr. Und ich hoffe mal, jetzt mit dem neuen ist es vom Ton her ein bisschen schöner. Was ist das denn hier? Was auch immer. So. Also wie gesagt, vom Ton her ein bisschen schöner und dann. Ja,
Werde ich wohl beim Headset bleiben? Ich hatte ja überlegt, irgendwie eine ganze Zeit lang. Ups, da ist sie hin. Die ganze Zeit mal lang überlegt, mal irgendwie, ja, so Mikrofon und vernünftige Kopfhörer und so, aber ganz ehrlich, Headset ist ein bisschen flexibler tatsächlich. Ich kann mal nach hier gehen, ja, ich kann mal nach hier rüber gehen und die Tonqualität, die ist immer identisch und ich muss nicht darauf achten, in welche Richtung ich spreche vor allem. Und es wird eben nicht der ganze Raum aufgenommen. Da gibt da verschiedene Mikrofontechniken und die haben alle ihre Vor- und Nachteile und ihre Berechtigung. Aber letztendlich so Headsets ist, glaube ich, wirklich am flexibelsten. Vor allem ist es halt die einfachste Variante und hier ist nicht irgendwo so ein Ständer, der irgendwie ja, das Mikrofon in meine Nase drückt. Ja, und von daher, Headset ist Headset und bleibt auch dabei. So, dann, ups. Dann ist die Sache mit dem Mikrofon auch gestorben. Und falls irgendjemand das alte Video gesehen hat, wo ich mal drüber gesprochen habe, darf jetzt ignoriert werden. So, also, wir sind hier oben jetzt wieder raus. Das heißt, wir machen hier einmal ganz kurz, ups, hier einmal ganz kurz gerade. So, das kommt weg nachher alles. Und, hat doch ein bisschen mehr, was weg muss, ne? Hier hört's auf, das heißt, wir nehmen mal hier so ein bisschen von dem geht's rüber. So. Ist jetzt wahrscheinlich wieder total hell bei euch gerade. Ich baue gerade im Dunkeln. Man sieht's nicht, aber es ist ein schönes Hörspiel. Jetzt sieht man aber wirklich nichts mehr, ne? Wir haben doch hier noch ein paar Fackeln. So. Jetzt sieht man auch wieder was. Hier auch mal eine hin. So. So, weg, weg, weg. Das war gut. Weg, weg. Upsa. Hopp. Ich hoffe, hier drunter die Schicht, die ist noch in Ordnung. Sonst muss ich hier nämlich überall wirklich wieder Gras reinlegen. Ey, ne Güte, ist echt wirklich finster. Dafür, dass es nur 2 Minuten Nacht ist, ne? Aber 2 Minuten ganz dunkel. Ja. Ups. Ach du Scheiße, es ist glaube ich überall. Oh, 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 da ist überall. Obwohl ist nicht so schlimm, wir nehmen ja eh hier den Großteil weg. Aber hier muss. Da muss. Vielleicht kann man es kombinieren. Nee, das muss. Nee, das muss ja alles weg hier. Moment. Das muss weg. Und da ist nachher der Boden vom See. Das muss. Vielleicht kann man es irgendwie mit integrieren. Vielleicht kann man es irgendwie mit integrieren, da schauen wir mal. Hier muss auf jeden Fall. Hier muss noch weg. Von hier. So. Weil das halt hier dieses Ding so stehen bleibt und dann. Das eigentlich auch stehen lassen können, ne? Wir bauen es mal wieder zu. Ja. So, hier schummeln wir jetzt mal kurz ein bisschen. Das kommt eh nochmal irgendwie. Da denke ich mir nochmal was Vernünftiges aus. So, ups. So, wir lassen es erstmal so. Das war so die Seite hier. Ja. Jo. Gut, der komische Busch hier, der muss weg, das geht nicht, aber ansonsten. So. Ja.
Ansonsten lassen wir es erstmal hier auf der Seite erhöht. Aber hier die Vorderkante, sage ich mal, die muss komplett weg. Es wird wieder eine super spannende Folge diesmal. Ah, hier. Juhu, wir bauen Erde ab. Yay! So. Geht aber. Dauert nicht so ewig lang. Die Schaufel, die hält hoffentlich auch noch einen kleinen Moment. So. Hier einmal rum und jetzt hier weiter. So. So. Oh, geht doch. Tanzt es hier mal durch. So. Immer so stückchenweise, da kommt es einem nicht so lang vor. Das hier hinten hin. Also dieser Uferbereich, da müssen wir mal gucken. Ich mache das erstmal mit Erde wieder fest. Vielleicht können wir da dann irgendwie Kies und Sand und so drumherum bauen, dass das so ein bisschen wirklich so ein Mini-Strand wird. Dann auch so diese wie auch immer Dinger sie heißen mögen. Kann ich eigentlich zoomen? Nein, ne? Nee. Papyrus, Zucker, was auch immer man dazu sagen möchte. Kommen wir auch dann vereinzeln wohl. Ups. Ja, ich bin im Stein. Okay. So. Also, wie gesagt, die komplette Steinfläche hier, die wird jetzt erstmal schön ordentlich mit schön ordentlich zugebaut. Genug Erde habe ich ja, glaube ich, erstmal. Ja, machen wir das hier mal nebeneinander, dann geht das dann auch. Scheiße, muss die hier jetzt hin? Da muss hin. So. So, so. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Ja. 1, 2, 3, 4 und die Ecke. Die Ecke. 1, 2, 3, 4. Dass wir die Form dann behalten. Ne? Darum geht's mir. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kies abbauen ist super. Es macht total viel Spaß. Ups. Also das sieht ja auch so ein bisschen komisch aus hier. Ne? Wollen wir das mal irgendwie ordentlich machen? Moment, wir machen hier mal einen hin und hier mal einen hin. Dann haben wir hier einen Dreier und hier haben wir einen... Joa. Du Schwein. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Futter. Dup, dup, dup. Dup, 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 dup. Da und da und da und da und da und da und da. Das ist super spannend. Ah, vielleicht mache ich es auch im Zeitraffer, aber wahrscheinlich diesmal nicht. Jetzt haben wir, glaube ich, erstmal genug vom Zeitraffer gehabt. Wir bauen jetzt erstmal wieder ehrlich und gemütlich in Ruhe einfach mal alles durch. So, jetzt haben wir hier nämlich eine schöne Umrandung. Jetzt können wir hier nämlich die Steine, die hier falsch sind, einmal ersetzen. Oh, mein Inventar ist voll. Minio, ich mein Inventar nicht von, was sind wir mit so einem blöden Knochen hier? Ich meine, die Farm, die wächst ja jetzt ordentlich. Ich brauche also auch kein Knochenmehl mehr. Das ist völlig überflüssig. Ups. So. Mal hier zu. So, geht doch. So. Nein, so. So, das sieht komisch aus. So.
Das passt so. Vielleicht kann man hier. Das ist natürlich auch, ne? Also irgendwo muss das Wasser ja herkommen. Vielleicht könnte man hier so eine sprudelnde Quelle machen, wo das Wasser dann hier runterläuft in den See. Weil wenn da hinten einfach nur ein Wasserfall ist, dann ist der See halt irgendwann leer. Das ist halt doof. Ja, so eine Quelle, irgendwo muss der See ja herkommen. Können die natürlich auch von da oben irgendwie runterlaufen lassen, so als, aber das wäre, glaube ich, zu übertrieben. Aber hier so eine sprudelnde Quelle, ich glaube, das ist gar nicht so blöd. Aber da kommen wir dann mal gucken. Na, wir machen erstmal jetzt hier die Umrandung von dem See und machen den See soweit fertig. Wasser muss auch noch eingefüllt werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich überlege gerade, wie wir das am besten machen, weil das Problem ist, wir müssen, glaube ich, erst das Ufer bauen, weil, ne, wenn wir hier das mit Wasser füllen wollen, ich will jetzt nicht hier unter Wasser da das bauen, weil jetzt könnte ich natürlich hier überall Wasser reinkippen, das wäre alles gar kein Problem. Aber da müsste ich halt unter Wasser bauen die ganze Zeit und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen mache ich erst den Boden von dem See komplett fertig, ziehe dann einfach eine Lage Erde rein und gieße da Wasser drauf und baue die Erde dann ab, dann füllt der See sich automatisch. Müsste halt hier dann auf der Ebene. Obwohl, nee, dann passt das. Ich war gerade kurz wieder irritiert, weil wir sind ja hier schon eine Ebene tiefer eigentlich. Ups, da ist sie hin. Wir sind ja schon eine Ebene tiefer, als wir ursprünglich waren. Aber von daher, da das Wasser ja auch eine Ebene tiefer ist, passt alles. Ufer kann man dann immer noch bauen. Wir sorgen jetzt erstmal dafür, dass wir hier alles ordentlich haben. So. Zack, zack, zack. Ja, man sieht es im Hintergrund. Da ist das Fenster. Es ist hell. Das heißt, ich nehme am Tag auf. Mal ganz ungewohnt. Dieses unbekannte, energiehaltige Erfrischungsgetränk. Ja, deswegen mal eine Tagaufnahme, nicht so ganz extrem müde, aber jetzt habe ich auch schon was Gesundes getrunken, einen Saft mit Brause. Mit, ich glaube, Kirscharoma ist das. Sehr wohlbekömmlich. Ich glaube, solange ich den Namen nicht sage, ist es in Ordnung, oder? Ja, schauen wir mal. Ich habe gegen den Claim zur Musik habe ich natürlich Einspruch erhoben, weil naja, es ist halt Creative Commons, ne? Und von daher Name ist genannt, das Video ist nicht kommerziell, es ist alles verlinkt. Ich sehe das Problem jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, mal gucken, was YouTube dazu sagt. Ja, also muss man erstmal ein bisschen aufpassen jetzt. So, so, so. Ich glaube, mit den neuen Richtlinien von YouTube geht es auch gar nicht mehr bei mir mit Werbung schalten, weil ich die Mindestvoraussetzungen nicht erfülle, die YouTube gerne haben möchte, um da Werbung schalten zu können. Nicht, dass ich das hier machen würde, weil Werbung ist scheiße, aber es wäre halt gegangen, aber jetzt geht's wohl nicht mehr. Ja, da haben sie auch viele drüber aufgeregt. Oh, ich kann keine Werbung mehr schalten. Ja, Junge, wenn du Werbung brauchst, denk mal über dein Geschäftskonzept nach, ne? So, das zu dem Thema. Der See ist da soweit gut. Jetzt geht es hier weiter, dass wir das Ganze mal eins tiefer machen. Na, bei diesem eins tiefer, da ist dann nachher dann die Schicht Erde dann drauf. Und auf der Schicht Erde wird dann das Wasser dann ja, ausgegossen. Und dadurch füllt sich der See und dann wird die Schicht von der Erde wieder abgebaut und dann war es das. Und wir machen mal ganz kurz, das wird nämlich sowieso nicht reichen. Ne, nur Tomatenhacke. Was macht denn das Huhn da hinten? Hat das gerade gemoonwalkt? Ja.
Yay! Ist es eine Schlittschuhbahn hier oder was ist hier los? Ist doch gar nicht mehr Winter. Verrücktes Huhn. Vielleicht sollten wir uns auch eine Schaufel machen aus Stein, bringt die, glaube ich, nicht so viel, ne? Nee. Na egal. Und es wird schon wieder Nacht. Das moonwalkende Huhn ist da immer noch unterwegs. Ich glaube, das ist aber okay. Das lassen wir hier mal in Ruhe. Ja. Das freut sich wahrscheinlich schon drauf, dass hier ein See entsteht. So, komm, machen wir das hier auch eben weg. Dann haben wir da auf jeden Fall erstmal eine Schicht, die wir einziehen. Ja. So. So, dann 4 Fackeln, ja, egal. Ich meine, passiert jetzt sowieso gerade nichts Spannendes. Ich glaube, ich schneide das einfach mal kurz. So, da sind wir dann auch schon durch. Hier habe ich ein bisschen Stein liegen lassen, weil das Inventar wieder voll war. Oh, jetzt ist wieder voll. So, also, jetzt sind wir nämlich schon mal auf der Tiefe, wo es dann reingeht, so langsam. Da müsste man nämlich mal schauen, dass wir irgendwas Sinnvolles bauen. Ich glaube nämlich, wie gesagt, die Idee mit dieser sprudelnden Quelle hier. Ich glaube, die ist gar nicht so schlecht, die Idee. Das wird dann nämlich hier runterfließen. Ah, hier irgendwo. Das heißt, hier, da es hier rein sprudelt oder hier rein fließt das Wasser, ist es dann ein bisschen tiefer. Ah, das heißt, wir machen hier mal. Ah. Oh, ne, egal, Inventar ist voll. Die Steine bleiben dann halt, wie sie sind. So. Wir gehen hier mal ein bisschen runter. Vielleicht hier noch hin. So. Ups, da ist jetzt sowieso alles kaputt. Das heißt, wir müssen gleich eh noch mal kurz zurücklaufen. Und dann bei der Gelegenheit bringe ich gleich mal ein bisschen was weg. Und dann gucken wir mal. Erstmal den ganzen Kram hier einsammeln. Und dann gucken wir nämlich mal ganz kurz nach, dass wir hier ja, uns ein neues Werkzeug machen. Ja, schauen wir mal, was da noch so verwendet werden kann. Aber erstmal ein bisschen Steine wegbringen. Steine. Ach Mensch, lang ist her, wa? So, Leben, Öko-Kram, Steinzeug. Hatte ich nicht eine Kiste mit Cobblestone gehabt? Ja, ne? Da haben wir eine Kiste mit Cobblestone. So. Zack, das sieht. Moment. Ah, die Doppeltruhen, die sind inzwischen auch so angepasst, wenn sie dann aufgehen. Das. Okay, schön, 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 schön. Lehm, Erde, Kirche. Hier, Erde. Dann Ökokram. Ach komm, schmeißen wir einfach so rein. Völlig egal, hier, weg damit. Tomaten, Äpfel, alles rein. Kohle, okay. Kies zum Kies. So. Möbel, nee. Moment. Holzzeug. Können wir die Zäune wieder reintun? Hier hätten wir übrigens noch Zauntore gehabt. So. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Hacke reicht nicht. Ja, Bergbau. Kann man aus Kupfer eigentlich Werkzeug machen? Ist, glaube ich, nicht sehr effizient, ne? Na, geht sowieso nicht. Okay. Also kein Kupferwerkzeug. Kupfer brauchen wir eh für andere Sachen. Silber. Nee, 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 nee. Nee, nee.
Nö, 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 dann machen wir schön Steinwerkzeug. Wir haben ja Zeit. Ist ja erst die 5. Folge. Also von daher machen wir ein bisschen Steinwerkzeug. So. Die Zeit, die nehmen wir uns jetzt einfach. Langsam. So. Schön langsames Werkzeug. vor allen Dingen nicht so haltbares Werkzeug. Ne? Wir machen gleich mal ein bisschen mehr davon. So. Und da wir Cobblestone genug bekommen, gleich wieder. So. Machen wir hier eben noch kurz die Zauntore. Machen wir sie immer vom Weg. Ich glaube, das ist okay. War hier nicht auch noch irgendwas offen? Nee, hier war alles zu, ne? Da war alles zu. Da war alles zu. Aber wenn wir hier weitergehen irgendwie oder weiter wollen, dann muss hier ein Zauntor rein. Vom Weg, so. Na, dann ziehen wir den Weg hier weiter. Dann ist hier auch weiterhin ein kleiner Absatz, aber das ist okay. Und dann schauen wir hier hinten mal, wie wir das dann da hinten ordentlich machen. So, dann... Hoppa. Geht's hier weiter. So, na, komm. So. Ja. So, zack, runter. Da bleiben wir so, wie es ist. Hier geht's aber noch mal ein bisschen runter gleich. So, und da hier das Wasser reingeht, geht's hier auch runter. So. Naja, einfach nur See bauen, ne? Man muss auch... wenn auch wahrscheinlich völlig falsch, aber doch irgendwie mit Logik das Ganze angehen. Das ist bestimmt geologisch völliger Unsinn, was ich hier verzapfe, aber das ist, glaube ich, das passt schon. Wir wollen mal nicht zu realistisch werden, ne? Genau, Muschi, du stimmst mir zu. So? Ja. Hm. Hm? Ja, und... So... So. Ja, machen wir hier auch noch weg, so, dass es so ein bisschen, also hier prasselt das Wasser dann runter und hat den Boden so ein bisschen ausgehöhlt oder so. Ja, kann man denn hier vielleicht in der Doppelreihe irgendwie versetzt dann runterlaufen lassen. Hier oben sprudelt es dann ordentlich, da geht's runter. So. Dann haben wir, wenn es dann hier rumgesprudelt ist, das Wasser. Haben hier so eine Uferfläche, ne? Hier kann man dann vielleicht nochmal mit... Ja. Wir müssen ja auch noch hier irgendwie diesen Abfluss irgendwie hinschaffen. Ich glaube, den bauen wir mal eben ganz kurz, dass wir uns dran orientieren können. Das kommt hier raus. Ah, scheiße. Fließt dann im kleinen Bogen einmal rum. Ja. Und geht dann da runter. Ja. Das heißt, hier machen wir... Hier machen wir zu. So, machen wir nämlich hier. So, so, so. So, so, okay, machen wir hier ein bisschen auf. Machen wir hier mal. Oh. So. Zu? Zu da auf, zu da auf, zu da auf. Machen wir hier zu. Erstmal können wir jetzt auch das Schild hier wegbauen. So. Ups.
So, das bleibt hier so, wie es ist. Das kommt hier an. So, 3, warte mal. 2, 3, 3. 3, 3, 3, 3, 3. Jo. Ja, auch das mit dem Schräg scheint nicht immer zu klappen. Ah, so. Es sieht noch ein bisschen komisch aus, ne? Vor allem, welche Intention hätte das Wasser hier überhaupt runterzulaufen? Der müsste hier noch ein bisschen aufgemacht werden, der Spalt. Ah, also Steinwerkzeug ist echt irgendwie scheiß. So, hier geht's auf. So. Oh, hier, da ist es hin. Es geht mit oder ohne ist, glaube ich, gleich schnell. Das macht keinen Unterschied bei Steinwerkzeug. So. Ja, so. So. Ja, dann hat der See einfach aus irgendwelchen komischen Gründen hier so einen Ableger bekommen. So. Dann müssen wir mal gucken. Da kommen wir dann nämlich eins weiter. So, die Hacke, die ist eh jetzt hin. So. So, wir kommen hier nämlich eins weiter. Wir gehen dann hier rein. Ja. Aber wir bleiben hier vom Rand ein bisschen weg. Ja. So. So. Ja, da müssen wir mal gucken. Hier würde ich dann nämlich Sand reinlegen. Ja, das wird hier alles Sand werden. Das kann eigentlich weg. Und da fällt es dann über die Klippe. Also hier kommt auch dann noch Sand rein wahrscheinlich. Oder ich lasse es Stein oder so. Na, vielleicht lasse ich es hier auch Stein. Aber hier kommt auf jeden Fall, wo es jetzt noch steht, Sand rein. Also machen wir mal hier ran. Ja. Hier kann es so bleiben. Da läuft es dann runter. Ja. Das scheint vielleicht sogar zu funktionieren. Hier muss man mal gucken. Ich würde nämlich fast sagen, wir machen erstmal Licht. So. Hier könnte ja eigentlich auch so ein bisschen... Na, wo kommst du denn her? Block. Keine Bedrohung. So. Hier Sand, hier Sand, hier Sand. Noch so einer. Moment, hab ich überhaupt Sand? Dann könnte ich nämlich gleich mal ein bisschen vorbereiten und schon mal ausfüllen. Ich glaube, so wirklich Sand für zum Vielbauen habe ich gar nicht, ne? Lehm, Erde, Kies, Ökokram, Holzzeug, Sand und Glas. Yay, drei Sand. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen Sand farmen gehen, würde ich sagen. Die Frage ist, wo machen wir das? Na, schauen wir mal gleich mal. Erstmal überlegen wir weiter, wie es hier mit dem See dann läuft. Also, wenn hier dann Sand ist, also hier würde dann die, was jetzt noch Boden ist, würde dann alles Sand sein, dass wir auf jeden Fall irgendwie hier so zwei Tiefer haben, beziehungsweise vielleicht kommen wir hier irgendwie.
Na, dahin, 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 dahin. Vielleicht müssen wir hier noch einen reingehen. Ah, dann haben wir nämlich hier. Hier Sand. Dann haben wir nämlich hier so ein flacheres Ufer. Oh. Hier flacheres Ufer. Hier müssen wir nämlich gleich mal schauen. Dann wird der Boden hier nämlich auch Sand. Und zwar ab. Da vielleicht. Dass wir einfach so ein bisschen Struktur drin haben hier. Das hier erstmal kurz weg. Moment. So. Dann kommt Sand, Sand, Sand. Sand, Sand. Dann, bam, bam, bam. Ja, so passt das, glaube ich. Dann haben wir nämlich hier Sand. Da haben wir Sand, da haben wir Sand, da haben wir Sand. Und das machen wir jetzt erstmal. Da hinten haben wir eine Wüste. Naja, ist keine Wüste, ne? Na, wir laufen mal eben kurz hin und gucken mal, was da ist. Vielleicht kann man da trotzdem ein bisschen Sandfarmen gehen. Hier sind übrigens weitere Sachen für Felder. Wir können auch noch Kürbisse anpflanzen. So, das würde ich eigentlich relativ unverändert lassen wollen hier. Aber hier war noch so eine Senke. Ah, da haben wir eine Wüste, okay. Ja, da haben wir auf jeden Fall eine Wüste. Ich würde gerne auch lieber diesen hellen Sand hier nehmen. Das sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. Oh ja. Oh, da haben wir eine Wüste. Ha, da watschen wir nochmal kurz gemütlich hin. Und dann holen wir uns nämlich schön ein bisschen. Holen wir uns mal schön ein bisschen Sand. La, 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 la. Boing, boing. Oh, zurück nutzen wir dann aber Home. Ich glaube, das geht dann ein bisschen schneller. Gut, wir haben alles da. Also noch eine weitere Schaufel ist auch möglich. Wobei auch hier wahrscheinlich wieder das wohl keinen Unterschied macht, womit dann abgebaut wird. So, erstmal räubern wir jetzt die Wüste so ein bisschen aus. Können wir eigentlich hier direkt loslegen, ne? Wie machen wir das dann mal hier? Wir werden eh ein bisschen Sand brauchen, also von daher ist das, glaube ich, okay. Und ich denke, auch das werde ich mal eben einfach kurz nochmal wieder schneiden, dass wir da ein bisschen Sand haben und dann sehen wir uns dann nach dem Schnitt einfach direkt wieder. Ich glaube, das ist die beste Variante in dem Fall. Bis gleich! So, da sind wir auch schon wieder da. Wird gar nicht auffallen, wenn man nicht wüsste, dass hier Wüste wäre, ne? So, ab nach Hause. Drei Stacks und ein paar gequetscht. Ne, zwei Stacks und ein paar gequetscht, da haben wir. Das reicht wohl erstmal auf jeden Fall, um so das grob auszulegen zumindest. Ja. Also. Wie gesagt, hier kommt Sand rein. So. Ah, dann haben wir hier eine relativ flache Uferfläche. So. Ja. Da dran. Und hier das gesetzte Erdzeug dann auch noch eben kurz. 2, 3. So. Zack. 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 So. 1, 2, 3. 1, 2. Moment. Da setzen wir was hin, damit der Sand nicht runterfällt. Machen wir hier genauso. Und hier genauso. Und hier genauso. Moment. So.
Na komm. Kies abbauen ist immer nervig. So. Dam, 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 eigentlich könnten wir hier ja auch, ne? Scheiß Kies. So, dann haben wir nämlich hier schon mal die Fläche gefüllt. So, machen wir hier genauso. Da kommt dann überall nämlich gleich einmal Sand rein. Es braucht halt mit dem Werkzeug alles relativ lange, aber so ist das wohl, wenn man erst sich drum kümmert, wie es aussieht und hinterher dann in die Mine runtergeht. Weil später werden wir dann vernünftiges Werkzeug haben, aber das wird wohl alles noch, ups, wird wohl alles noch ein bisschen dauern. Oh, kurz mal anders hinsetzen hier. Moment. Ach, so. Schön aufrecht sitzen, gerade sitzen. Rechter Winkel, mehr oder weniger. So, und dann geht das nämlich weiter. Wir haben mal hier, Moment. Wo hab ich's denn? Wo hab ich's denn? Oh. Hier hinten habe ich's. So, schönes Kissen. Das kommt jetzt in den Rücken. Zack. Gleich ein bisschen gerade sitzen. So, Kamera passt noch so halbwegs, aber die ist ja eh immer so ein bisschen. Irgendwie ist das eh so ein bisschen komisch. Eigentlich müsste ich ja mehr so in die Richtung gucken, wenn ich spiele. Ich müsste also mehr so hier sitzen. Würde den irgendwo. Naja, egal. Oder wir können mal ganz dreist einfach mal die andere anmachen. Moment. Wir haben ja nur alle. Upsa, wir haben ja nur alles da. Nee, die ist es nicht. Die hier? Die ist es, ne? So. Nee. Facecam. Oh, die hier. So, da haben wir es einfach mal gespiegelt und nun sieht das so aus, als wenn die drauf gucken würde. Beziehungsweise gespiegelt ist sie ja nicht, sie ist einfach nur auf der anderen Seite. So. Da aber bei meinem Test das eh egal ist, auf welcher Seite da die Kamera ist oben oder das Bild von der Kamera ist es auch egal. Lassen wir mal so, ist ja gar kein Problem. Es geht ja nun alles. So, hier kommt auch noch Sand rein. Moment. Eins, zwei. Obwohl die immer da, wo Erde ist, ne? Wo weiterer Stein ist. Ja, und hier würde dann halt so bleiben, ne? Weil hier das dann in den Wasserfall übergeht. Ja, da haben wir nämlich hier schon mal so ein bisschen was gemacht. Da muss auch noch einer hin. Was willst du von mir? So. Jetzt müssen wir mal gucken. Es muss ja hier noch weiter runtergehen, weil so flach wollte ich es nun nicht lassen. Es ist ja von da, wo es reinblubbert. Moment. Nehmen wir von hier oben die Fackel. Da kommt gleich der nächste runter. Komm her hier. So.
Von da, wo es hier runter blubbert, da müssen wir ja gucken, dass es irgendwie zum Ausgang gezogen wird, das Wasser. Beziehungsweise das wird ja fließen. Und von daher muss der See hier auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer sein. Mal eben ganz kurz und essen. So. Die Fackel hier mal rüber. Beziehungsweise brauchen wir sie jetzt eh nicht mehr. Guck mal, hier oben wieder irgendwo hinsetzen, so ist egal. Machen wir dann auf jeden Fall eins tief. Und da der See ja so groß ist, verläuft sich das natürlich irgendwann. Das heißt, so, da ist es dann vorbei irgendwo. Hier. So, das wird dann so. Dann haben wir nämlich hier. Hier am Anfang ist die Strömung so stark, die zieht dann nämlich unter Wasser noch ein bisschen mehr mit. Upsala, da ist sie hin. Ah, haben wir noch eine. So, aber das hört dann ein bisschen eher auf. So. Das hört dann hier schon auf. Oder vielleicht noch eins weiter rein. Nö, das hört dann so auf, ne? So. Und damit das hier nicht so eine Treppe ist. So. Genau, da kommt es runter. Hier wird es rübergezogen. Da hat sich das dann so weit verteilt, dass hier alles frei ist. Eigentlich müssten wir überall noch eins runter, ne? Scheiße, wir müssen überall noch eins runter. Verdammt. 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 Also gehen wir hier noch. Nee, Moment. Wir machen mal. Wir gehen hier noch eins runter. Dass wir die Form behalten. Darum geht's mir. So. Kommen wir hier eigentlich auch noch mal eins tiefer irgendwie. So, das passt glaube ich so. Natur ist ja auch nicht immer ganz gleichmäßig. Dann gehen wir hier noch eins runter. Nee, da musste ein Dings drauf. Genau, so war das. Da drüben müsste auch noch einer hin, ne? Ja. So. Und dann kann man nämlich hier jetzt wunderbar. Naja, wunderbar ist Ansichtssache. Wir gehen jetzt hier einfach einmal rum. Aber ich würde nämlich ganz gerne unten im See dann hier so eine kleine Kante haben nach unten. Nur dass es nicht so senkrecht runtergeht. Also zwei runter und dann Kante. Ich glaube, das ist okay. So. Da ist die nächste hin. Dann machen wir gleich eine neue. Oder ein paar mehr neue. Werden wir eh brauchen. Da-da-dam, da-da-dam.
So. So. Was haben wir denn jetzt überhaupt hier? Eine Stunde, 2 Minuten. Yay, wir sind schon weit wieder drüber. So. Wobei, ich könnte natürlich auch mal schauen. Ja, vielleicht mache ich mal 2 Folgen draus. Schauen wir mal. Wobei die Folgen dann beide irgendwie am selben Tag rauskommen werden, aber halt nicht in einem Stück, sondern eben in 2 Folgen. So, Folge A, Folge B oder so. Völlig ohne Grund, aber warum nicht, ne?